will nur noch Spaß haben mit den Yokai. Niemand kann mir das verbieten. Jawohl, auf keinen Fall. Grüße, Gemüse und Gummo, Gummo, Gummo. Erneut treffen wir uns hier wieder in Yo-Kai Watch 4 auf 1 Nintendo Switch und heute geht es zur nächsten Weltentür und es wird maximal ehrenlos werden, denn es ist eines meiner Lieblingsgebiete, die ich in diesem Game so im Kopf hatte und das halt eben das Ding im Kopf hatte. Vielleicht kommen noch geilere. In dem Sinne, bleiben Sie durchaus dabei und lassen Sie nun einen Daumen nach oben da, sofern Sie ihn noch besitzen sollten. Vielen Dank für Ihre geheilte Unterstützung und abonniert natürlich gerne rein für mehr Let's Plays in Bezug auf die Yo-Kai Watch. Dieses Jahr wird wild, habe ich das Gefühl. Und ich glaube nicht, dass die Spitzbergtür hier in diesem Raum ist. Ja, ihr kennt ja die so dieses in diesem Raum-Meme. Die Spitzbergtür ist leider nicht in diesem Raum. Aber sie befindet sich irgendwo hier im äußeren Raum. Ich kann mir noch ungefähr vorstellen, wo. Vorher eine leckere Heilung. Ich weiß gar nicht, ob ich seit dem letzten Fight überhaupt, naja, full heal gegangen bin. Daher immer eine wichtige Angelegenheit. Bevor uns das Spiel natürlich auch abstürzt, immer speichern. Wir sind hier immer noch in der Alpha-Version. Hallo! Aha. Navivau führt uns schon einmal in die richtige Richtung. Denn, genau hier ist sie. Tatsächlicherweise. Ich weiß nicht, warum er jetzt nochmal... Aha, er bleibt hier stehen. Der Bube. Der kleine Bube. Oh, da ist noch was. Oha. Das würde ich doch mal inspizieren. Vielleicht ist da ja ein Yokai davor. Es ist Matsch. Ja. Thank you very much an der Stelle. Scheiße. Ach, so geht's zum Kampf. Ja, okay. Halt jedes Mal verkacken, ne? Na gut, Neptun, let's go. Oh ja. Wobei ich mir vorstellen kann, wir hätten den Kampf auch bekommen. Wenn wir quasi alles erfolgreich ausgeführt hätten oder so. Könnte sein. Durchaus möglich. HD. Ich bin slow, ich bin too slow. Ich habe irgendeinen negativen Effekt bekommen. Ei, ei. Das war schon mal der erste. Haben Sie Bock? Oh ja, kommen Sie heran. Goldseele, let's go! Ach du Scheiße. Ehre. Geht hinaus an das Spiel. Es hat zum ersten Mal im Leben reingegönnt. Leckere EP. Darf man sich eigentlich gar nicht entgehen lassen. Und jetzt meine Frage an euch, Yo-Kai Watch 4 ExpertenInnen in die Comments. Wie ist das in diesem Game mit, naja, EP-Farm und so? Passiert das durch so einen Matsch? Also, passiert das dadurch? Weil dann würde sich das ja komplett von der Art und Weise unterscheiden, wie man in Yo-Kai Watch, naja, 3 bis 1 literarisch Yo-Kai bekämpft hat. Und das ist ja nun einmal über diese Methode der Yo-Kai Watch gewesen und nicht unbedingt mal dem Scannen. Aber das hat sich jetzt scheinbar geändert in diesem Game und ich glaube, ich habe das jetzt auch wieder zum ersten Mal verstanden. In dem Sinne, hallo. Ist ein bisschen schwergängig heute. Ich verzeihe dies. Aha. Floralia. Aha, die Bruderin. Oder natürlich so. So kann man auch Yo-Kai encountern. Aber das war auch wieder durch Scanning, oder? Oh oh. Come on, das ist doch nur ein ganz normaler Kampf. Was soll denn da so heftig laggen? Come on. Ich weiß, by the way, nicht, ob das etwas ist, das von den Entwickelnden dieses Fanpatches gelöst werden kann. Ob das überhaupt irgendetwas mit dem Spiel oder dem Fangame zu tun hat. Oder ob das einfach nur an mir liegt. Also an meiner Switch liegt. Dass die einfach, keine Ahnung, mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Hallo! Es reicht nun! Ich raste aus. Ja, natürlich genau dann, wenn ich die Aufnahme pausiere, geht es natürlich. Weil ich da natürlich schon die ganze Zeit genutzt habe, effektiv, um darüber zu quatscherisieren. Das ist natürlich klar. Aber nee, also, ich sag mal, gibt es denn überhaupt einen
eine Art, ich sag mal, Yokai-Counter in-game, der dir sagt, ah, guck mal hier in der Nähe, ohne dass du scannst, ist ein Yokai in der Nähe. So wie es in Yokai Watch 1, 2, 3 der Fall ist, dass du halt eben ne, eine Watch, ein Watch-Symbol oben rechts hast mit einem Radar. Gute Frage, ne? Ich denke aber, das wird immer dann auf das Scannen hinauslaufen und so. Erfarmt man sich dann Seelen, EP und Items. Ist ja natürlich schon mal gut zur Vorbereitung auf Yokai Watch 4, wenn es dann offiziell auf Deutsch rauskommt. Aha. Auf der Nintendo Switch. Krass, dass das so übergangslos geht. Stark. In Yokai Watch 1 bis 3, by the way, war immer ein Loading-Screen dahinter. Ja. Es hat sich gesteigert, wenn man so möchte. Aber ja, meine Brudis, ich habe absolut keine Ahnung, warum wir hier kein Yokai-Radar haben oder so. Das ist sehr cringe. Aber deutet wahrscheinlich darauf hin, dass man das alles selber ersuchen muss oder so eine Scheiße. Ne? Mhm. Weil das ist ja unser Radar-Modus, in dem wir uns gerade befinden. Damit radarisieren wir gerade die rätselhafte Tür. Aber dafür müssen wir Rang D sein. Herr Gutblick, er kommt. Wir dürfen nach Blütenbühl, ach du Scheiße. War das der Grund, warum auf der Karte, als wir gerade an der... Naja, na wait, wir sind gar nicht... Wir sind gar nicht immer in Richtung Blütenbühl. Wir sind in der Zukunft. Never mind. Diese Tür des versiegelten Schwertes, sie strahlt eine unnahbare Atmosphäre aus. Darauf steht ein D. Was bedeutet das? Ich glaube, das bedeutet Small Dick Energy und kommt von Greta Thunberg, als sie Andrew Tate vernichtet hat, Bruder. Aber wie gut, dass ich gekommen bin, um nach euch zu sehen. Habt ihr Probleme damit, die Tür zu öffnen? Oma, was ist das? Das nennt man ein Watch-Siegel. Du kannst es nur mit einem bestimmten Watch-Rang öffnen. Junge, wir sind in Kapitel 3 und das wird uns jetzt erst erklärt. Watch-Rang. Die Stärkebewertung der Yokai Watch oder etwas in der Art. Spitzberg ist ein Ort, den viele betreten möchten. Er scheint deine Stärke testen zu wollen. Deine Yokai Watch ist immer noch auf einem Anfängerrang. Ich würde Rang E sagen. Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt, ne? Also, Pi mal Daumen, Rang E. Und dieses Watch-Siegel ist ein D-Rang. Wenn wir einmal im Rang aufsteigen, sollten wir es öffnen können. Wenn du im Rang aufsteigst, dann kannst du die Watch-Siegel verschwinden lassen. Dadurch begegnen dir aber auch stärkere Yokai. Und mysteriöse Ereignisse können stattfinden. Jungs, Mädels, ganz kurz, ne? Ich muss einmal hier ganz kurz auch die EntwicklerInnen, die Übersetzenden, in Schutz nehmen. Ihr habt gerade die Rechtschreibfehler gesehen. Das liegt alles nur daran, weil das sehr wenig Leute sind. Also verdammte Scheiße nochmal, kommen sie auf deren Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. Ihr wisst es doch. Kommen Sie heran. Du kennst doch die Yokai Watch, oder Oma? Könntest du sie für uns aufwerten? Nein, das ist unmöglich. Du bist keine Uhrmacherin. Oh, mach dir darüber keine Sorgen. Sie mag alt sein, aber sie kann gut mit Maschinen arbeiten. Jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Ich habe nämlich gedacht, wir müssen wieder zurück in die Gegenwart und dann nach Blütenbühl zu Herrn Gutblick. Das war mein Gedanke dahinter. Warte, was? Du kannst das? Überlass das mir. Allerdings müsst ihr einen Test bestehen. Ein Test? Das Erhöhen des Watch-Rangs bedeutet, dass dein eigener Rang diesem entsprechen muss. Einfach ausgedrückt, zeige deine Stärke im Kampf gegen andere Yokai. Nun, ich habe viel erklärt. Ich hoffe, das war verständlich. Mein Test kann schwierig sein. Sprich mich also an, wenn du bereit bist. Hoffen wir mal, dass die Kämpfe, die wir gerade gehabt haben, uns irgendwie dabei helfen. Aha. Oh je. Schlüsselaufgaben. Aber na klar. Dann, ja. Oha, schon wieder? Die respawnen ja echt oft dann scheinbar, oder? Okay, schauen wir mal. Diesmal kriegen wir es. Wait a second, konnte ich da überhaupt irgendwie verteidigen oder so? Weil, I don't know, aber zumindest ein fester
Neptun-Spot. Das ist ziemlich jäh. Und ich glaube, der Kampf hat auch immer so leckere 57 EP gegeben. Also gerade eben zumindest. Hey yo! Ich wurde gefangen! Scheiße! Hey yo! Trotz des Fakts, dass ich gerade komplett gefangen war, kann ich mich mit meinem Angriff aber ziemlich schnell bewegen. Holy. Lachsreihe. Und der hat ja nicht mal geheilt. Es tut mir sehr leid. Oh je. Was machen denn die anderen? Sind die alle tot? Sind die alle tot? Oha. Der Bruder muss es wieder einmal. Wait, er ist doch schon dead, Mann. Ach du Scheiße. Was ist passiert, Bruder? Tatsächlich. Fast alle sind gestorben. Das ist natürlich wild. Ich bin auch kurz davor. Da muss die Heilung natürlich gut überlegt sein. Ein Bohnenbrötchen. Yams. Was? Schokobonbon ist nicht seine Leibspeise oder heilt gar nicht mal so viel auf? Komm, dann ist es der Cheeseburger. Wir machen ihn kaputt. Hallo? Achso, ich habe keine Energie oder was? Hä, wieso konnte ich jetzt gerade nicht angreifen? Hallo? Aha, der Heilkreis, ja, der kommt ja reichlich früh. Warum ist Komas dann eigentlich gar nicht fest im Team? Das ist eine sehr gute Frage. Oh yeah. Knapp Orangensaft an der Stelle, sag ich ja immer. Und ich weiß auch gar nicht, warum wir gerade nicht die Seele ziehen konnten. Geht das nicht, wenn man in dieser Dragonform ist? Das ist wild. Aber nun denn. Das hat ja schon mal wieder 57 EP gebracht. Das ist stark. Ich weiß aber nicht, wie man es quasi zum, ich sag mal, Respawnen oder sowas bringen kann. Ob da Zeit vergehen muss oder du kurz aus dem Gebiet rausgehen musst, ob es da so eine Loading Zone gibt für. Aber ist alles egal. Auf zu Omer. Nun, da ihr hier seid, seid ihr bereit, den Test zu wagen, richtig? Um diese Tür zu den Himmelsspitzen zu öffnen, muss die Yokai Watch verbessert werden. Bestehe Tantchen zarte Prüfung. Und hol dir Rang D. Dafür gibt es sogar eine Yokai-Mart-Münze. Das ist sehr gut. Oh ja, jetzt werde ich euch die Details für meinen Test verraten. Wie ich schon sagte, musst du deine Stärke testen, indem du gegen einen Yokai kämpfst. Der Name dieses Yokai ist Mysteriöses M. Das klingt ein wenig schwach. Mysteriöses M erwartet euch auf dem Pausenhof der Grundschule. Auf, hurtig, geht schnellet zur Schule und schaltet Mysteriöses M aus. Ist Mysteriöses M, was ich denke, wer es ist? Also, ich habe da einen ganz bestimmten Yokai im Kopf. Quasi Nathan, aber als Yokai, wenn man so möchte. War das nicht Mysteriöses M? Und wo ist die Schule überhaupt? Oh Gott, die ist ja voll weit weg. Jetzt habe ich das realisiert. Es gibt hier in diesem Abteil keine Schule. Scheiße! Wollen wir es mal aktivieren, die Quest? Ihr habt übrigens in die Comments geschrieben, vielen, vielen Danks, dass man die Quests wirklich, mal bestätigen muss, sage ich jetzt mal, ne? Also quasi erstmal aktivieren. Achso, jetzt ist es aktiviert. Das ist sehr weird. Aber jetzt ist es scheinbar aktiviert. Keine der Probleme. Lass uns mit dem Fahrrad zischen. Das ist viel schneller. Too fast and auch too furious. The fast and the furious. Wer kennt's? Wait, warum sind wir hier gerade in der Nacht und das Tagesjingle läuft? Oder quasi hat dieser Ort keinen Nachtjingle. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, oder? Unfall gebaut. RIP und F an Bruder Nathan in die Comments. Er ist leider gestorben. F.
Frankfurt. Stark. Ich glaube, da unten ist ein Curryladen. Da sollten wir auch mal abchecken. Ob die vielleicht Veggie-Sachen haben. Hallo. Spoiler. Es gibt in Japan ein Kukuichi, also ein Curry-Restaurant. Es ist nicht nur ein Restaurant, es ist gleich eine Riesenkette in Japan. Und ich glaube, sie hieß Kukuichi. Das ist doch ein Burgerladen, ja, never mind. Aber es ist ja... Oh Gott, ist das teuer. Alles vegan, meine Brudis. Alles vegan. Und ja, danke schön, vielen Dank. Und ja, es ist eine riesige Kette. Kukuichi Ramen nennt die sich. Und manchmal auch Kukuichi Ichibanyan. Ja, so nach dem Motto Nummer 1 und so. Wir sind die Nummer 1 im Curry-Geschäft. Habe ich gerade Ramen gesagt? Ich meine Curry. Und Bruder, die haben einfach ein Menü mit komplett veganem Curry. Mit veganer Currysoße, ne, diese braune Currysoße. Und die Herze, da kann man sich sogar Herze gerade und so reingönnen, reinzwiebeln, reinordern. Okay, das ist weird, dass jetzt die Musik gewechselt hat. Und in diesem Kukuichi Curry Restaurants kann man ja ein komplett veganes Menü bestellen, ne, bestehend aus eben deinem Curry-Menü, Reis und eben der Currysoße und dann sogar noch vegane Patties quasi, Frikadelle, wenn man so möchte. Eine heiße Frikadelle auf Basis von Soja. Das ist ziemlich wild. Die haben jetzt schon quasi mehr für die Veganer gemacht als McDonald's. Und das ist wild, Alter. Das muss man sich immer vor Augen führen. Absolut krass. So. Ich hoffe, die Currykette kommt einmal nach Deutschland. Einmal. Und dann geht sie wieder. Nein. Ich wünschte, sie würde einmal nach Deutschland kommen und sich dann etablieren. Ne? Auch zur Kette werden. Ja, wobei, ich denke, die haben so viel Geld, die könnten direkt Ketten machen. Ja, und sich dann ordentlich die Taschen voll machen mit Curry-interessierten Leuten. Ich glaube, Curry mit Reis, da stehen sehr viele drauf. Ja. Du kannst dich auch Toppings dazu bestellen, Gemüse und so. Ziemlich, ziemlich cool. Sehr lecker auch. Also auch dieser vegane Patty, den die da zum Reis quasi beilegen. Der maximale Schmackofatz. War das sehr schade? Wait. Wait a minute. Was hat's damit auf sich? Ist das tageszeitabhängig? Maybe. Ich habe das irgendwie verpennt. Ja gut, Mysterious M ist zumindest da nicht Nathan als Geist, aber es ist halt Mitchie, ne? Der Penner. Hm. Wollen wir mal jetzt auf Tag quasi switchen? Wo haben wir eine Bank? Ich bin gerade schon verwirrt. Wahrscheinlich aber ist dieser Dialog zu einer, ich sag mal, falschen Uhrzeit nicht übersetzt worden, aber vielleicht sogar alles andere. Von daher. Alles super. Wir machen Mittag. Besser ist es. Also da kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass diese Quest nicht möglich ist, nicht machbar ist. Ich kann mir vorstellen, das ist eine Tagesquest. Ah, ich muss auf Sonja wechseln. Ja, never mind. Wahrscheinlich liegt es an Sonja. Grrr, Sonja, grrr. Switchen wir Nathan einmal kurz aus. War ja mal wieder klar, dass Michi nur mit Sonja sprechen will. Der perverse Drecksack. Ich hoffe... Was zum Teufel müssen wir tun?
Ich bin maximal verwirrt. Lass uns mal jeden einzelnen Dialogtext übersetzen. Also, wir haben zum einen. Das Land, das irgendwer ruft, wird von der Person gerufen, die es ruft. Sonja sagte, ruf mich an. Ja, das geht ja wieder gut los mit dem perversen Dreckschwein. Ich Schmutz, Mitschi. Krieger der Liebe. Mitschi, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns im Gefängnis, Allah. Du bist im Horny Jail, du Arschloch. Du musst überrascht sein von der Identität des mysteriösen Monsters M. Alter, erstaunlich gut übersetzt. Okay. Ach ja. Das Hauptproblem. Das Main Problem an der Stelle. Mitschi war im Team. Come on. Dafür. Wait a second. Ist Chibanian im Team? Lass mich verarschen. Du hast aber einen guten Joker, der noch frei ist, verdammt nochmal. Ja, Chibanian! Hey, wait. Alter, du bist so. Woran sehe ich denn, ob die. Ah, okay. Es gibt über dem 16-Bit-Symbol. Game Boy Advance. Sprites. Über denen sieht man so ein T. Aber. Leodrio, der Bruder. Da sagen wir nicht nein. Der kommt hinein. Jetzt aber. Ja, ich hab's gesagt, so, dieser Dialog wurde nicht übersetzt, weil ich kann mir halt vorstellen, ey, yo, vielleicht hat man einfach nicht gedacht, dass es hier noch quasi einen Dialog Teil 2 gibt oder so. Anyway, wir machen hier beim nächsten Mal weiter und es wird maximal ehrenlos werden. In diesem Sinne, gehaben Sie sich doch wohl und machen Sie es gut.